Dafür haben wir keine Zeit. Niedriglohn und Leiharbeit. Dafür haben wir keine Zeit. Kein Tag ohne autonomes Zentrum. Wie ein Chef hinterfragt wird und die Angst haben müssen, wenn die Mitglieder einer Gewerkschaft werden, ihren Job zu verlieren. Für die demonstrieren wir hier. Für die Erwerbslosen und die prekär Beschäftigten. Auf deren Rücken unsere Wirtschaft hier Millionen verdient, Milliarden verdient. Und die oft von ihren Löhnen trotz 8 Stunden Arbeit ihre Familie nicht ernähren können und als Bittsteller zum Jobcenter gehen müssen, um Aufstockungsgelder zu beantragen. Es ist unmenschlich und unwürdig und wir wehren uns dagegen. Niedriglohn und Leiharbeit. Dafür haben wir keine Zeit. Niedriglohn und Leiharbeit. Dafür haben wir keine Zeit. Zumindest für ein Ticket der Preisstufe A inzwischen 2,50 Euro bezahlen. Wenn ihr Hartz IV bekommt, reicht das Geld, was ihr von Hartz IV bekommt, gerade dazu aus, 1,5 Mal im Monat von Ronsdorf nach Elberfeld zu kommen. 1,5 Mal. Das heißt, ihr müsst zurücklaufen. Und ihr werdet dabei gefahren von Busfahrerinnen, die zum Teil zu unmöglichen Bedingungen arbeiten müssen. Diese Busfahrerinnen sind unsere Kumpels. Sie bringen uns nach Elberfeld und wieder zurück. Und sie haben von den 2,50 Euro, die ein Ticket der Preisstufe A kostet, am allerwenigsten. Die Verantwortlichen dafür sitzen bei den Stadtwerken, in der Stadtverwaltung und in der Stadtspitze. Lasst uns ihnen zeigen, was wir davon halten und lasst uns ihnen zeigen, wer eigentlich unsere Freunde sind. Niedriglohn und Leiharbeit, dafür haben wir keine Zeit. Niedriglohn und Leiharbeit, dafür haben wir keine Zeit. Beschäftigten und Erwerbslosen, um unsere Solidarität auszudrücken mit den Busfahrern, die auch zu extrem prekären Bedingungen hier fahren müssen. Und die sogar am 1. Mai fahren für uns und das tun, zu unerträglichen Bedingungen zu lösen, die nicht existenzsichernd sind für eine Familie und die irrsinnige Überstunden schuften müssen. Die großen Gewerkschaften fühlen sich nicht zuständig, zum Beispiel für die busfahrenden Kolleginnen bei der Firma Rheingold. Sie fühlen sich auch nicht zuständig für die Erwerbslosen oder etwa die Flüchtlinge. Die großen Gewerkschaften fühlen sich lediglich zuständig für ihre Stammbelegschaften. Das sind in der Regel weiße, männliche, deutsche Arbeiter. Wir fordern die Gewerkschaften auf, endlich Politik für die Menschen zu machen und ihr Mandat wahrzunehmen. Solidarisch zu sein mit den Menschen in Istanbul, in Spanien, in Griechenland, Italien, Portugal. Und sich nicht länger bei Bratwurstesserei auf dem Laurentiusplatz verarschen zu lassen. Niedriglohn und Leiharbeit, dafür haben wir keine Zeit. Niedriglohn und Leiharbeit, dafür haben wir keine Zeit. Niedriglohn und Leiharbeit, dafür haben wir keine Zeit. Die nicht nur die Erwerbslosen, sondern auch die noch Beschäftigten in eine immer prekäre Situation gebracht haben, in immer größere Existenzängste gebracht haben und den Arbeitsdruck maßgeblich erhöht haben. Wir sind das Volk. Wir sind nicht Volk, wir sind Klasse. Wir sind die Mauer, das Volk muss weg. Faschisme, Kamsche, Omus, Omusa. Faschisme, Kamsche, Omus, Omusa. Keine Zeit, Niedriglohn und Leiharbeit. Dafür haben wir keine Zeit. Liebe Fahrgäste und liebe Busfahrer, wir sind heute hier, weil wir protestieren gegen die prekären Bedingungen, unter denen die Fahrer, insbesondere des Subunternehmens Rheingold, für die WSW fahren müssen. Wir möchten unsere Solidarität ausdrücken, insbesondere diesen Kollegen,
kloppen, die sie nur zum Teil bezahlt bekommen. Wir sind euch dankbar, liebe Busfahrer, dass ihr sogar am 1. Mai uns hier durch die Gegend fahrt. Wir wissen das zu schätzen, wir wissen eure Arbeit und die Verantwortung, die dabei tragt, zu schätzen. Wir protestieren dagegen, dass ihr nicht gleichmäßig bezahlt werdet, dass ihr in unterschiedliche Tarife aufgespalten werdet und dass Leute, die bei Rheingold fahren müssen, das zu untertariflichen Bedingungen oder zu einem anderen Tarif tun müssen. Wir sind dafür, dass alle Busfahrer und Schwebebahnfahrerinnen in dieser Stadt ordentlich bezahlt werden, ausreichend Pause haben und nicht übermüdet fahren müssen. Ja, totaler Skandal. Ja. Wo musst du das tun? Ja, im Wiechernhaus. Ja. Da kann man vielleicht mal zu sagen, dass das Wiechernhaus und andere Einrichtungen an Leuten wie ihm richtig viel Geld verdienen. Das Wiechernhaus und andere Einrichtungen, die diese Jobs anbieten, bekommen für diese Jobs mehr Geld vom Staat als der Kollege. Das ist eine Industrie, um mit Hartz-IV-Empfängern Geld zu verdienen. Milliarden verdienen Institutionen wie das Wiechernhaus. Die Hartz-IV-Gesetze sind auch deswegen gemacht worden, nicht nur um Erwerbslose zu schikanieren, sondern auch um Arbeiter und Arbeiterinnen unter immer schlimmeren Arbeitsdruck zu stellen. Das ist der eigentliche Grund und der eigentliche Zielpunkt der Hartz-IV-Gesetzgebung gewesen, Leute dazu zu bringen, immer unmöglichere Arbeitsbedingungen zu akzeptieren, dabei immer individualisierter und immer ängstlicher zu werden. Und leider, leider funktioniert das. Was wir brauchen, ist eine Solidarität untereinander, dass wir den Unternehmen das nicht mehr durchgehen lassen. Für die WSW, einen städtischen Betrieb, für die WSW Mobil, einen städtischen Betrieb, der hier für die Sicherstellung des öffentlichen Nahverkehrs zuständig ist, sprich für Busse und für Schwebebahnen, arbeiten einige hundert Menschen. Viele davon als Direktangestellte, manche auch bei einem Tochterunternehmen, aber sehr, sehr viele auch unter ganz prekären Bedingungen als Leiharbeiter.